Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. In der Geschichte Gottes mit den Menschen beschreibt die Bibel so einige Männer Gottes, die im Glauben heldenhaft vorangingen. Doch gleichzeitig beschreibt es auch die Glaubenskämpfe, die Zeiten der Schwachheit, der Sünde, der Niedergeschlagenheit dieser Männer. Einer der umfangreichsten Lebensbeschreibungen der Bibel ist die über David. Er gehört zu den bekanntesten Personen der Schrift. In unserer Reihe durch das 1. Samuel-Buch haben wir bereits einiges von Davids Glaubensmut und tugendhaftem Charakter lernen können. Doch David kannte auch Zeiten der Verzweiflung, der Angst, der Glaubensschwäche. In so einem Tal befinden wir uns gerade in dieser Geschichte. David muss vor König Saul fliehen, weil Saul ihn aus Hass und Neid umbringen will. Und ist es nicht so, in Gottes Vorsehung laufen die Dinge manchmal scheinbar ganz entgegengesetzt der Verheißung und der Erwartung. Es sah für einen Moment so aus, dass David direkt an den Königshof gelangt und er hatte Erfolg und Sieg nach Sieg. Und plötzlich läuft scheinbar alles den Bach runter, alles genau entgegengesetzt zu dem, was doch Gott eigentlich versprochen hatte. Und ja, Gott handelt manchmal so. Es dient der Prüfung des Glaubens oder auch einfach der Ehre Gottes, der seinen Ratschluss vollendet, trotz aller Hindernisse auf dem Weg. So ist es hier bei David. Er wurde von Gott zum König berufen, doch jetzt ist er wie vogelfrei, gesucht wie ein Staatsfeind, verfolgt von oberster Staatsebene. Und David flieht zunächst zur Stiftshütte. Ein guter Plan. Er flieht zur Stiftshütte, diesem Zeichen der Gegenwart Gottes, diesem Zeichen der Versorgung Gottes. Doch um weiterzukommen, entscheidet er sich, den Hohepriester anzulügen, damit er von ihm Essen und Waffen bekommt. Tatsächlich bekommt er das Schwert Goliaths. Und er wird barmherzig gestärkt durch das heilige Schaubrot Gottes. Doch schon seine Lügen vor dem Hohepriester, sie zeugen von einem seelischen Niedergang. Und ich denke, jeder von uns kann das nachempfinden. Diese mörderische Verfolgung Sauls muss dem David sehr zugesetzt haben. Er war in Angst, in Panik. Und sicher ist seine Lüge nicht böswillig gewesen. Und ich weiß nicht, ob auch nur einer von uns in dieser Situation besser gehandelt hätte als David. Aber was die Bibel uns so ehrlich beschreibt, ist eben doch ein schwaches, ungeistliches, sündiges Mittel eines der größten Glaubenshelden der Schrift. Und es geht uns nicht darum, David schlecht zu reden. Aber es geht uns darum, zu lernen, wie David mit dieser Situation umgeht und zu erforschen, ob er wieder zum Glaubensmut zurückfindet oder ob wir auch von seinen Fehlern lernen können. Nun, er war bei der Stiftshütte mit vollem Magen und dem Schwert Goliaths im Gepäck, macht David sich auf. Doch wohin? Wohin geht er?
Das lesen wir in unserem Predigtabschnitt heute, 1. Samuel, Kapitel 21, die Verse 11 bis 16. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gath. Und die Knechte des Achish sagten zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm beim Reigentänzen gesungen? Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende. David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gath. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen, und er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sagte Achish zu seinem Knechten: Siehe, ihr seht, dass dieser Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass ihr diesen hergebracht habt, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? Und David ging von dort weg. Eine Wahnsinnsgeschichte, wenn man so will. Wahnsinnig traurig. Denn der Wahnsinn dieser Geschichte ist nicht nur das Schauspiel Davids. Der Wahnsinn findet sich schon im Vorfeld. Wahnsinn bedeutet, den Sinn auf einen Wahn zu richten. Das heißt, auf eine verkehrte Einbildung, auf eine irrige Annahme, eine falsche Vorstellung. Und darauf richte ich meinen Sinn. Wahn ist eine Fehlwahrnehmung, eine Fehlbeurteilung der Wirklichkeit. Und wir finden hier in unserem Text Wahnsinn. Und das ist unser erster Punkt, der Wahnsinn Davids. Der erste Wahn, also die erste Fehlwahrnehmung, ist Davids Antwort auf die Frage: Wo finde ich Schutz? Wo finde ich Schutz? Er kommt gerade von der Stiftshütte. Er kommt gerade vom Heiligtum Gottes. Er hat gerade das heilige Schaubrot gegessen. Das Zeichen, Gott ist es, der versorgt. Und noch mit dem Geschmack im Mund kommt er auf die merkwürdige Idee: Ich fliehe zu den Philistern. Wer die Geschichte Israels ein wenig verfolgt hat, der weiß, die Philister waren die absoluten Erzfeinde Israels zu der damaligen Zeit. Und David war derjenige, der den Philistern die größten Niederlagen zugefügt hatte. Doch irgendwie denkt er sich wohl, der einzige Schutz vor dem König Saul ist bei dem größten Feind. Sauls Feinde müssen wohl irgendwie seine Freunde sein. Vielleicht kann er dort unbemerkt, ungestört überleben. Vielleicht wird er dort nicht ausgeliefert. Er geht also in die Philisterstadt Gath. Auch das ist uns keine unbekannte Stadt. Der Philisterriese, Goliath. Er kam aus Gath. Also derjenige, den David so glaubensfest in der Kraft Gottes besiegte, war der größte Held aus der Stadt Gath. Ach ja, und Goliaths Schwert hat David gerade im Gepäck. Es macht nicht wirklich Sinn,
Zuflucht bei den Gottlosen zu suchen. Es macht nicht wirklich Sinn, für den Goliath-Besieger ausgerechnet nach Gad umzuziehen. Es ist ein Wahn, David, eine falsche Hoffnung, eine verkehrte Wahrnehmung, dass dein einziger Schutz bei den Feinden Gottes, den Philistern, ist. Das ist doch Wahnsinn. Doch geht es uns nicht viel zu oft genauso. Wenn Gott unseren Weg nicht so führt, wie wir es für uns erhofft haben, wenn unser Lebensweg nicht da entlang läuft, wie wir es geplant haben, oder wir gedacht haben, dass Gott es uns zugesagt hat, wenn es scheinbar entgegengesetzt dem geht, was wir vermutet haben, erwartet haben. Wie schnell kehrt sich auch unser Herz vom Segen Gottes ab zu den Vergnügungen der Welt? Den gottlosen, ungläubigen Menschen, denen scheint es oft so viel besser zu gehen als den Gläubigen. Vielleicht sollten wir den Glauben nicht ganz so ernst nehmen, nicht ganz so radikal dem nachfolgen. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr Lebensqualität bei den Gottlosen. Haben Sie nicht vielleicht den besseren Lebensplan, den besseren Schutz vor Kummer und Not, vor Verzweiflung? Das, ihr Lieben, ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Unglaube ist Wahnsinn. Eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Da, wo ich meinen Sinn auf eine falsche Vorstellung ausrichte. Zu glauben, die Welt könnte uns das geben, was nur Gott geben kann. Das ist Wahnsinn. Ein weiterer Wahn ist der Umgang mit der Frage, wessen Wort leitet mich? Wie oft hat sich David wohl schon beim Harfespielen an das Wort Gottes erinnert? Wie oft hat er in seinen Liedern das Wort Gottes gesungen? Wie oft kamen ihm Worte Gottes in den Sinn, in seinen Gebeten? Wie oft wurde er schon von der Bibel gestärkt und sein Glaube gefestigt? Und darüber hinaus hatte Gott David sehr gewisse Versprechen gegeben. Er soll König sein über Israel. Er wird herrschen. Jonathan, sein Freund, hat ihn zuletzt daran erinnert, an das Wort Gottes. Doch David flieht in die Philisterstadt Gad. Er glaubt nicht oder er denkt nicht daran, vielleicht zweifelt er daran, dass Gott sein Wort erfüllen wird. In Gad erkennen ihn einfache Knechte wieder. Und sie rufen, ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm beim Reigentänzen gesungen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Das war doch der Schlager damals. Und hier lesen wir, David nahm sich diese Worte zu Herzen und er fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Davids Glaubensmut in vergangenen Tagen machte ihn einst zu einem gefeierten Helden.
sodass ein ganzes Volk ihm zugerufen hat, ihm zugesungen hat. Und es ist bemerkenswert, diese Knechte der Philister, sie nennen David bereits den König Israels, den König des Landes. So als wäre die Verheißung Gottes schon erfüllt worden. Doch David nimmt in dieser Situation nicht die Worte Gottes zu Herzen. Es sind nicht die Worte Gottes, die ihn leiten, sondern die Worte der Menschen, dieser einfachen Knechte. Sie haben ihn erkannt und für sie sind seine Erfolge mit Gott eine Demütigung und Gefahr. Das, was ihm einst groß gemacht hat, scheint ihm jetzt ein Nachteil zu sein. Der Glaubensmut, mit dem David einst keine Angst vor Zehntausenden von Kriegsleuten hatte, er ist tief versunken. Und die Worte der Knechte bereiten David wahnsinnige Angst. Was diese Menschen über ihn denken, das nimmt er sich zu Herzen. Mehr als das, was Gott über ihn denkt und was Gott über ihn sagt. Was diese Knechte über ihn sagen, das bestimmt jetzt seinen Lebensweg. Auch das ist Wahnsinn. Die Ausrichtung auf eine falsche Vorstellung. Eine Fehlwahrnehmung. Eine irrige Annahme, dass das Reden und die Meinung dieser Menschen bedeutender sei als das Reden und die Meinung Gottes. Als wenn das Reden dieser Menschen größeren Einfluss auf mein Leben hat als das Reden Gottes. Heute Morgen haben wir von Petrus gehört, wie er vor den Soldaten das Schwert zog, in einem großen Eifer. Doch wir wissen, bei den Worten einer Dienerin, die ihn erkannte im Hof, verleugnet er Jesus. Und wieder, kennen wir nicht solche Zeiten? Da, wo uns die Kommentare der Arbeitskollegen, die frechen Sprüche der Gefährten, unser Handeln für eine Zeit lang mehr lenkt, mehr beeinflusst, mehr prägt als das Wort Gottes. Als würde die Meinung dieser Menschen mehr wiegen als die Sicht Gottes. Und das ist dieser Wahn, das ist diese Illusion, diese Fehlwahrnehmung, die unserem Fleisch, die unserer Natur so anhängt. Schnell gehen wir Wege, die Gott nicht gefallen, um den Ärger der Menschen zu entgehen. Oder um das Lob bei Menschen zu erhalten. Noch ein Wahn. Auf welche Mittel vertraue ich? David, er fühlt sich ertappt. Er ist wieder in Not. Und irgendwie scheint er bemerkt zu haben, dass es bei den Philistern kein bisschen sicherer ist als in Israel. Kein Wunder. Werden ihn hier die Könige nicht mit demselben Eifer verfolgen wie Saul? Und er kann nicht entfliehen.
Die Knechte, sie bringen ihn zum König, zu Achish. Und darum stellt er sich wahnsinnig. Er schauspielert, er tut so, als wäre er geisteskrank. In der Antike wurden psychisch Kranke in der Regel nicht getötet, da das Gerücht kursierte, wenn man einen Wahnsinnigen tötet, dann werden die bösen Geister aus ihm den Angreifer bestrafen. Nun, Davids schauspielerisches Talent ist sehr ausgeprägt. Er tobt und er kritzelt an die Flügel des Tores. Und er lässt sogar seinen Speichel, seinen Bart heruntertropfen. Er handelt völlig unwürdig, absolut demütigend, eklig, beschämend, absolut beschämend. Sein Plan bringt ihn in eine Situation völliger Beschämung. Aber nun darauf vertraut David, auf eine List, ein Schauspiel, eine falsche Darstellung der Wirklichkeit, um die anderen in die Irre zu führen. Seine falschen Vorstellungen haben ihn dazu gebracht, dass er sich wahnsinnig gestellt hat. Und seine Darbietung war tatsächlich so überzeugend, dass die Philister ihn entsetzt fortschicken. Also noch mehr Wahnsinnige brauchen wir hier nicht. Diesen David können wir nicht mal mehr ernst nehmen. Wahnsinn. Nicht das Schauspiel, sondern der Plan selbst. Selbst in größter Bedrängnis vertraut David hier als erstes auf seine eigene Kraft. Auf seinen Plan, auf seine List. Und auch diesen Wahnsinn kennen wir nur zu gut. Unser eigenes Geschick, unsere eigenen Pläne sind doch immer das Erste, was uns in den Sinn kommt. Wie kann ich mich aus dieser Situation nur irgendwie herauswinden? Und zwar gerade dann, wenn wir wissen, wir haben uns hier ein Stück weit selbst hineinmanövriert. Wenn unser Gewissen geplagt ist und wir wissen, eigentlich haben wir hier verkehrt gehandelt und sind deswegen in dieser Notsituation. Und wir denken, dann müssen wir auch selbst irgendetwas wieder finden, wie wir jetzt hier allein wieder herauskommen. Es ist ein Leben, ein Handeln, als ob es Gott nicht gäbe. Als ob alles von unserem Handeln, alles von unseren Ideen und Plänen und unserem Geschick abhängt. Und das ist Wahnsinn. Eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und ich glaube, es war nicht Davids kluger Plan, nicht sein dramaturgisches Talent, sondern Gottes Gnade, dass er aus dieser Situation befreit wurde. Und das ist unser zweiter Punkt. Der Wahnsinn hat ein Ende. Das Wort Gottes versorgt uns neben diesem Verlauf der Geschichte in 1. Samuel 21 noch mit zwei Psalmen, die genau aus diesem Lebensabschnitt entsprungen sind. David hat nach diesen Ereignissen zwei Psalmen geschrieben. Und diese berichten uns, wie David zur Besinnung kommt.
wie der Wahnsinn, diese falsche Wahrnehmung ein Ende nimmt und David wieder klar sieht, nämlich Gott schaut. Der erste Psalm ist Psalm 56. Der ist überschrieben mit den Worten von David, ein Miktam, als die Philister ihn zu Gatt ergriffen. Also offensichtlich wurde er ergriffen, gefangen genommen, als er zu Achish, dem König, gebracht wurde. Doch als er auf dieses Ereignis zurückblickt, da betet er am Anfang des Psalms: Sei mir gnädig, Gott. Schenke mir Gnade. Ich bin einen falschen Weg gegangen. Ich brauche deine barmherzige Gnade. Ich habe es nicht verdient. Sei mir gnädig, Gott. Und er berichtet ab Vers 4, an dem Tag, da ich mich fürchte, ich vertraue auf dich. Auf Gott, sein Wort rühme ich, auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten, was sollte Fleisch mir tun? Ist das nicht eine bemerkenswerte Wende, eine bemerkenswerte Veränderung? Plötzlich ist das Wort Gottes und der Schutz Gottes wieder viel näher, viel klarer, viel bedeutender als Menschenworte und Menschenorte. In Vers 10 schreibt er, an dem Tag, da ich rufe, dieses habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Auf Gott sein Wort rühme ich, auf den Herrn sein Wort rühme ich, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir tun? Plötzlich antwortet David auf diese Fragen genau entgegengesetzt. Wo finde ich Schutz? Bei den Menschen? Bei Fleisch? Bei den Philistern? Nein, bei Gott. Was kann ein Mensch mir tun? Wessen Wort leitet mich? Das Wort der Knechte der Philister? Gott, sein Wort rühme ich. Worauf vertraue ich? Auf welche Mittel? Auf meine eigenen Ideen? Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Der Wahnsinn hat ein Ende. David sieht wieder klar. Er sieht Gottes Wirken, Gottes Eingreifen in sein Leben. Und wie verkehrt er vorher gedacht und gehandelt hat. Und noch ein Psalm stammt aus dieser Zeit, Psalm 34. Der ist überschrieben von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und fortging. Abimelech ist ein Titel, ein Königstitel der Philister. Also hier ist der König Achish gemeint, der auch den Titel Abimelech trug. Und hier zeigt David, dass er gelernt hat, dass Gott es ist, der ihn gerettet hat. In Vers 5, da sagt er: Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Vers 7, dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Gott war es, der gerettet hat. Nicht der Wahnsinn Davids. Und David fasst auch einen Entschluss, indem er seine Fehler einsieht. Und er sagt in Vers 14, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Nein. Nicht länger lügen.
nicht länger betrügen, nicht länger falsche Wege gehen. Gott achtet doch auf den Gerechten. Gott hört doch auf sein Bitten. Gott hört doch das Gebet seiner Kinder. Wer will da noch auf falsche List vertrauen? Oh, David hat etwas gelernt. Der Wahnsinn hat ein Ende. Wenn die Dinge scheinbar aus den Fugen geraten, wenn alles außer Kontrolle gerät, oh, dann geraten wir so leicht in diesen Wahn. Wir sehen die Umstände des Lebens in einem falschen Licht, in einer falschen Perspektive. Doch allein durch Glauben können wir die Wahrheit erkennen. David, er schließt diesen Psalm: Den Gottlosen wird die Bosheit töten, und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Den Gottlosen, denen es für einen Augenblick scheinbar so gut geht, ihre Bosheit wird sie töten. Sie werden ihren Unglauben büßen. Es wird ein Tag kommen, da wird der Wahnsinn des Unglaubens völlig geoffenbart werden. Und es wird sich zeigen, allein der Glaube ist das Schauen der Wahrheit. Allein der Glaube ist vernünftig. Die richtige Sicht auf diese Welt, auf dieses Leben. Und der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Das ist diese unglaubliche Wahrheit, die so viele Menschen nicht wahrhaben wollen, wo so viele Menschen lieber an ihrem Wahn, an ihrer falschen Wahrnehmung festhalten wollen. An dieser Vorstellung, sie könnten ihr Leben in ihre eigene Hand nehmen. Gott ist es, der unsere Seele erlösen kann. Und zwar, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich nicht aus Angst und nicht aus Wahnsinn, nicht in Unglauben, sondern aus Liebe in die Hände der Feinde überliefert hat. Jesus Christus, er hat sich gefangen nehmen lassen und er ist nicht geflohen, sondern er ist freiwillig am Kreuz gestorben, um für all den Wahnsinn unserer Sünde zu bezahlen. Für unseren Wahnsinn. Da, wo wir an falschen Orten Zuflucht suchten, da, wo wir auf falsche Worte hörten, da, wo wir falsche Mittel vertrauten. Und seitdem Christus auf Golgatha am Kreuz gestorben ist, stellvertretend sich in die Hände von Gottlosen ausgeliefert hat, den Zorn Gottes getragen hat, als der wahre König, als der ewige König, können wir felsenfest vertrauen, wenn Gott für uns ist, wie er bewiesen hat in seinem Sohn, was kann ein Mensch mehr tun? Christus hat mir Schutz erkauft. Sein Wort der Wahrheit hat er mir geschenkt und das soll mein Leben leiten.
und auf dieses Mittel vertraue ich für immer, die erlösende Gnade am Kreuz und nichts weiter. Dazu helfe uns Gott.